Was ist da los? Beine kaputt? Da muss doch irgendwo eine Taschenlampe sein. Stromausfall. Mal gucken, was im Fernsehen sagen. Geht auch nicht. Wasser? Gibt's auch keins. Na klar, die Pumpen brauchen ja auch Strom. Was ist da los? Mist, hätte ich doch eine neue Batterie ins Radio gemacht. Dass den anderen auch so geht in der Nachbarschaft? Alles stockfinster. Aber die Nachbarin, die hat wenigstens Kerzen. Mal klingeln. Ach, geht natürlich nicht. Also klopfen. Und hier gibt's auch einen warmen Tee. Gut, dass du noch Tee hast. Ja. Und mir ist kein Wasser mehr. Gar nichts. Ja, gerade noch so, als hätte ich es gewusst. Ja, Mensch, danke schön. Super. Ah, das Licht ist wieder da. Der Strom ist wieder da. Das ist ja toll. Danke für den Tee. Nichts zu danken. Ja, da kann ich wieder nach Hause gehen. Ja. Tschüss. Ist doch gut, nette Nachbarn zu haben. Obwohl, schlecht geschlafen habe ich in dieser Nacht. So richtig gut vorbereitet bin ich auf solche Notfälle ja nicht. Ja, Wasser ist das Wichtigste. Ohne Wasser kann man lange nicht so lange klarkommen wie ohne Essen. So, da kann ich jetzt nicht mehr verdursten. Aber hungern will ich ja auch nicht. Am besten fülle ich meine Speisekammer mit Sachen, die ich sowieso gerne esse. Da bleibt nichts lange liegen. Und dann sollten es natürlich Sachen sein, die man nicht unbedingt kochen muss. Und natürlich, ganz klar, Dosenöffner nicht vergessen. Natürlich sollte auch der Verbandskasten auf Stand sein. Pflaster, was zum Desinfizieren. Man weiß ja nie, was man so braucht. So, das hätten wir. Aber was ist zum Beispiel, wenn es mal brennt, wenn ich schnell aus dem Haus muss? Ja, besser, ich packe meinen Rucksack für den Notfall. Wasser ist am wichtigsten. Was zum Essen? Logo. Seife, man weiß ja nie. Was zum Knabbern? Kekse. Es kalt wird. Und was zum Überziehen? Ich will ja nicht frieren. Macht ja nichts. Und wichtige Dokumente gehören rein. Vom Auto, Geburtsurkunde, Impfpass, solche Sachen. Eine Taschenlampe. Und ein Radio. Am besten ein Kurbelradio. Das funktioniert immer. Ja, wunderbar. Da weiß man immer, was Sache ist. Immer griffbereit im Flur. So bin ich vorbereitet für alle Fälle. Und der Nachbarin bringe ich noch einen kleinen Blumengruß. War doch nett. Oh, Blumentopf von oben. Eieiei, vielleicht sollte ich mir noch einen Helm anschaffen. Ach nee. Das wäre nun wirklich übertrieben, oder?